Heute sind wir zu Gast bei Bosch Rexroth und zusammen mit Herr Dr. Krieg und mit Herr Linke sprechen wir über die aktuellen Herausforderungen, die Digitalisierung und den digitalen Zwilling. Vielen Dank für die Einladung. Was ist Ihre Aufgabe im Hause Rexroth? Also ich bin bei Rexroth in der Geschäftseinheit Industriehydraulik Teil der Geschäftsführung und gleichzeitig leite ich unsere Entwicklung. Richard Linke mein Name. Ich bin hier verantwortlich für das Thema Erstellung und Veröffentlichung von digitalen Zwillingen für das im Engineering-Bereich. Gut. Welche Herausforderungen haben Sie identifiziert und welche Mehrwerte bringt Ihnen Cadenas mit? Ich möchte gerne auf drei Herausforderungen eingehen. Zum einen ist der Fachkräftemangel, der überall propagiert wird, real. Wir haben Probleme, Mitarbeiter zu finden. Und gleichzeitig gilt es auch für unsere Kunden. Das heißt, die Zusammenarbeit muss einfach gestaltet werden. Da brauchen wir Digitalisierung und starke Partner, um diese Zusammenarbeit gut gestalten zu können, dass man auch ohne mehrjährige Fachkompetenz die richtigen Produkte findet, engineeren kann und dann von uns auch kaufen kann. Punkt 1. Punkt 2, die Produktion als solches wird immer stärker individualisiert. Das geht runter bis zur Losgröße 1. Das heißt, unsere Kundenprodukte werden unheimlich breit. Wir haben eine unheimlich hohe Varianz und diese Varianz möchte ich beherrschen. Eine Möglichkeit, die zu beherrschen, ist aus einer überschaubaren Anzahl von Einzelteilen die Endprodukte zu konfigurieren. Und auch dafür nutzen wir die Digitalisierung und unsere Partner, das zu tun. Die dritte Herausforderung ist die Time to Market. Aus dem B2C-Bereich kennt jeder unserer Kunden die Amazon Experiences. Er geht in den Online-Marktplatz, wählt sich das richtige Produkt aus, kriegt da Daten und kann es kaufen. Und diese Erwartungshaltung gibt es auch im B2B-Bereich, wo wir unterwegs sind. Und auch das möchten wir mit der Digitalisierung unterstützen und diese Erwartung treffen und haben dafür Partner gesucht, wie das Unternehmen Cadenas. Wie hat sich denn das Verhalten Ihrer Kunden geändert? Ja, und welche Vorteile bringen Sie Ihren Kunden heute mit? Das schnelllebiger werden und die hohe Erwartungshaltung. Ich muss schnell die richtigen Informationen an der richtigen Stelle finden. Idealerweise mit einem oder wenigen Klicks. Langes Suchen, Wälzen von Katalogen gehört der Vergangenheit an. Und diesen anderen Erwartungen der Kunden müssen wir da auch Genüge tun. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Cadenas? Sie arbeiten ja tagtäglich in dem Projekt damit. Ja, also die Zusammenarbeit war bisher wirklich sehr gut. Wir haben nach den ersten Workshops in 2019 durch Corona auf das Online-Format umwechseln müssen, haben aber diese Geschwindigkeit aus der Offline-Welt gut in die Online-Welt mit übernehmen können. Und man muss sagen, Cadenas ist wirklich hervorragend in der Lage, sich in unsere Produkte reinzudenken und auch die Daten, die wir für unsere Produkte haben, in den unterschiedlichen Datenformaten, Datenquellen, Datentöpfe, diese Daten zu sichten und aus diesen Daten für uns digitale Zwillinge zu bauen. Und welche Vorteile sehen Sie darin, Konfiguratoren und auch die digitalen Zwillingen Ihren Kunden anzubieten? Also generell ist es entscheidend, wie Dr. Krieg gerade gesagt hat, dass der Kunde schnell in der Lage ist, die für ihn richtigen Daten für das richtige Produkt zu finden. Und im Engineering-Bereich ist es sehr, sehr entscheidend, sehr früh in dem Prozess sein richtiges Produkt für sich zu identifizieren. Und da hilft uns Cadenas mit Konfiguratoren sehr, sehr stark. Warum ist der passende digitale Zwilling zum physischen Produkt so wichtig? Sie müssen wissen, ein digitaler Zwilling, das ist jetzt erstmal ein abstraktes Wort, aber da stecken ganz viele verschiedene Informationen dahinter. Also der eine denkt vielleicht nur an ein 3D-Modell, aber es ist noch viel mehr. Also ich brauche auch die Maßzeichnung, die passende Maßzeichnung brauche ich, brauche irgendwelche Maße, ich brauche Schaltpläne. In der Industrie brauche ich einen Schaltplan, um meine Maschine auszulegen. Wenn ich nicht die richtigen Daten zu diesen Produkten habe, kann ich keine Maschine auslegen.
Auf welche Inhalte des digitalen Zwillings legen Sie einen besonderen Augenmerk? Ja, das sind bei uns auf jeden Fall die 3D-Modelle. Das ist die Priorität Nummer eins. Aber auch ganz klar, das Thema Schaltpläne hat für uns eine zunehmende Bedeutung. Und da müssen wir die Elektrodaten, aber auch die Fluiddaten für die Hydraulik bereitstellen können. Ich möchte gerne noch auf zwei Aspekte eingehen. Auf der einen Seite haben wir Kunden, die im Engineering-to-Order-Bereich unterwegs sind. Das heißt, das Produkt wird auf Basis von bestimmten Komponenten anwendungsspezifisch engineert, das heißt gefertigt, ausgelegt. Und dafür brauche ich, wie der Herr Linke sagte, spezielle Daten, damit ich das schnell und richtig machen kann. Auf der anderen Seite ist ein Großteil unserer Kunden an Katalogware interessiert. Und auch für Katalogware brauche ich Informationen, um das richtige Produkt auszuwählen und es schnell kaufen zu können. Und in beiden Bereichen kann uns ein Digitalisierungspartner wie die Firma Cadena sehr gut helfen. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte in der Zusammenarbeit? Worauf dürfen sich Ihre Kunden freuen? Genau. Wir haben das Cytromotion jetzt veröffentlicht, aber wir sind auch direkt dran, die 3D-Modelle und Konfiguratoren für unser Hauptproduktportfolio gerade zu veröffentlichen und arbeiten auch gerade mit Hochdruck dran, die E-Plan-Daten Elektro und Fluid über Cadenas zur Verfügung zu stellen. Wem würden Sie Cadenas empfehlen? Ich bin ja auf die Herausforderung Fachkräftemangel, Time-to-Market und Beherrschen der hohen Varianz der Komplexität eingegangen. Die Herausforderungen gelten jetzt nicht nur für Bosch Rexroth Industriehydraulik. Die Herausforderungen haben auch andere unserer Marktbegleiter und auch unserer Kunden. Und Digitalisierung ist da ein Hilfsmittel, diesen Herausforderungen zu begegnen. In der Digitalisierung muss ich nicht alles selber machen. Ich suche mir starke Partner. Die Partner müssen mit Bosch Rexroth in dem Falle, wir sind Weltmarktführer und Technologieführer, auf Augenhöhe mitspielen, brauchen auch die globale Präsenz und die Sicherheit, lange gemeinsam am Markt tätig zu sein. Und in dem Zusammenhang sind wir auf Cadenas gestoßen und das kann ich auch unseren Kunden so empfehlen. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank.